Buse aus dem SWR3-Team hat auch einen Lieblingsblog, schönhässlich.de, ganz liebevoll gemacht mit vielen Bildern. Was gibt's zu sehen da? Inhaltlich geht's auch vor allem um schöne Dinge wie Design, Musik und tolle Fotos. Zum Beispiel stellen sie eine chinesische Fotografin vor, die hat Menschen in Beijing fotografiert, die dort unter der Erde in kleinen Zimmern leben, weil sie sich nicht mehr leisten können. Okay. Und in das Zimmer passt nicht wirklich viel mehr rein als ein Bett. Und auf dem einen sitzt eine Frau und stickt und davor ist ihr Mann mit einer Zeitung. Auf dem anderen Bild sitzt alleine eine Frau auf dem Bett und stillt ihr Baby. Und an den Wänden hängen überall das gleiche chinesische Werbeplakat. Also wirklich spannende Bilder. Man kann da auch wirklich lange hingucken. Ja, also auch Bilder gibt es zu sehen. Fotos, Fotos und so, ja. Und auf dem Blog gibt es aber auch sonst ziemlich viel Skurriles. Zum Beispiel lustige Mode, die die Jungs da gefunden haben. Wie zum Beispiel Badeanzüge mit Garfield drauf oder Jogginganzüge, die wie Astronautenanzüge aussehen. Für Erwachsene aber? Alles für Erwachsene. Okay, ja. Gut, ja, okay. Und ich bin da auch auf witzige Overalls für Erwachsene gestoßen. Die sind gestrickt mit Kapuze und sehen aus wie Tiere, zum Beispiel wie ein Bär oder ein Tiger. Mein absoluter Favorit ist ein Fuchs mit einem echten Fuchsschwanz. Sehr, sehr witzig, allerdings auch ziemlich teuer. Sowas sammeln eben zwei Jungs aus Stuttgart zusammen auf diesem Blog und sie schreiben auch selbst zum Beispiel Reiseberichte. Sie waren jetzt im Winter in Stockholm, Tallinn und Helsinki und haben auch sehr coole Fotos mitgebracht, die sie selber gemacht haben. Ja. Zum Beispiel ein verlassener alter Cadillac, der in Tallinn am Strand steht, so im Schnee. Die Fenster sind runtergelassen, ist alles ein bisschen kaputt schon. Sieht richtig stark aus, direkt am Wasser. Wenn man mit einem Satz zusammenfasst, was auf dieser Seite zu sehen ist, schönhässlich.de, hässliche, skurrile Dinge, und aber sehr schön Sachen dargestellt. Und auch sonst sehr viel schöne auch Dinge. Auch schöne Sachen. Ja, ja, kann da ewig viel Zeit verbringen, macht total viel Spaß. Schönhässlich.de